Das Warten hat ein Ende! Endlich geht's hier mal los, Freunde! Sport an! Leute, bevor das Video jetzt losgeht, es gibt noch einen, also ZMRF oder so hieß er, der heute noch die Chance hat, sich bei mir zu melden. Abscess hatte 25 Euro gewonnen, hat sich gestern erstmal nicht bei mir gemeldet. Der andere aber noch nicht. Bitte melde dich bis heute Abend. Wenn du es nicht machst, werde ich die 25 Euro definitiv an jemanden anderen rausgeben. Letzte Chance. Alrighty then, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes. Dann gehen wir mal rein bei EU5 und hier, pass mal auf, das hier ist es, ja. Das sieht ziemlich nice aus, wenn man hier mal reinguckt. Today is a special day. Richtig nice Events am Start. Also klar, nicht jetzt so das Klassische, ne, XP Gold, was auch geil ist, aber für EU5 extrem fett, diese ganzen Geschichten, auch vor allen Dingen natürlich Fortress Festival. Also das ist mit das wichtigste Event für viele Spieler auf EU5, denn damit kann man alleine auch gepaart mit dem Lucky Coin Event, ja, über Glücksrad und dergleichen extrem viele Ressourcen farmen, ja. Also viele, die Fortress 20 haben, haben ja gar keine, also wie ich zum Beispiel, machen ja nicht immer Angriffe oder kriegen halt nicht viele Ressourcen durch Angriffe, aber Ressourcen durch die ganzen Geschichten hier. Das ist richtig fett. Und dann kommt ja auch noch der Legendary Dungeon dazu. Ja, und da ist es auch wichtig, dass man sich da ein bisschen vorbereitet. Und ja, ich habe überlegt, ob ich, also welches Paket ich jetzt hier nehme. Ich werde erstmal das hier nehmen, weil im Prinzip will ich gucken, wie es läuft im Legendary Dungeon auf EU5. Und wenn ich merke, auch New York geht, kann ich ja immer noch dann nochmal das Paket holen. Da habe ich die gleichen Unkosten und halt, na, ist ganz klar. Und ja, genau, Creator Code, na klar. Unwrizzle könnt ihr natürlich angeben, wenn ihr wollt. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Ne? Hier, für die, die es nochmal sehen wollen, zack. Oh, direkt über mir, klasse gemacht. Oh, ich habe es jetzt nochmal verschoben. Also, ne, für die, die es sehen wollen, könnt ihr gerne das eingeben, wenn ihr Pilze kauft. Freue ich mich definitiv. Aber ich selber habe mir irgendwie mal was einfallen lassen. Ich sag mal, alles so, was ab 25 Euro oder aufwärts geht, an Paketen, ja, welchen Creator-Code ich nehmen will. Und habe mir jetzt mal gedacht, komm, ich gehe einfach mal über sowas hier. Ich habe mir jetzt einfach mal 6 Namen rausgepickt, die auf jeden Fall, also es hat ja jeder verdient prinzipiell, ne? Aber ich sag mal, Capso, Zombie, mit denen bin ich jetzt auf EU5 halt in einer Gilde. Dann natürlich den Dorsa, den Spieletrend. Dann habe ich den Rudi und den Tuni reingenommen. 6 Namen, ja, Click to Spin or Press Control plus Enter. Ich mache jetzt mal Click to Spin. Ja, und denjenigen, den es jetzt hier spinnt, den wähle ich jetzt hier mal rein in den Code. Bin gespannt. Ja. Und es ist... Oh. 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 Na, geht's noch weiter? Nein, we have a winner. Spieletrend. Ich kenne die Seiten, ich habe es noch nie getestet. Ja, im Übrigen liebe ich die Bezahloptionen nach 30 Tagen bei PayPal. Also ich lebe da immer so ein bisschen hin und her. Ja, Server 5. EU habe ich auch noch ein paar offene Zahlungen, die jetzt bald abgebucht werden. Und die Zahlung kommt dann halt später. Ist mega fett eigentlich, muss ich sagen. Ja, und im Übrigen habe ich mir vorgenommen, dass jetzt Spieletrend zum Beispiel, den ich jetzt gezogen habe, den nehme ich jetzt raus aus dem Spin und nehme einen anderen Namen rein. Zum Beispiel Sergio könnte man da reinnehmen. Oder Shakes and Fidget Discord. Oder Nera Fieben. Oder also damit das alles so ein bisschen verteilt wird, denke ich, ist eigentlich eine ganz coole Idee. Ja, und ne, also ich habe jetzt heute ja schon das Glücksrad gespielt. Da hatte ich jetzt tatsächlich nicht so viele Picks dabei. Aber trotzdem die Ressourcen, die da sind, fett für Hall of Night 19 immerhin. Jetzt brauche ich nur noch Hall of Night 20. Und danach ist eigentlich wurscht, was passiert. Aber wir haben ja noch Alu, die wir spielen können. Wir haben noch den Hütchenspieler. Auch über mehrere Tage. Ich gehe davon aus, dass ich damit dieses Hall of Night 20 dann auch gelöst haben werde. Ich hatte schon ein paar Pilze auch ausgegeben, um meine Gemmine auf 15 zu stellen. War ja auch Big Gem Event ist, das macht dann natürlich auch Sinn, mal die Gems zu farmen. Ja, Akademie habe ich jetzt noch nicht hochgezogen. Ich nehme jetzt gerade die Treasury. Werde ich vielleicht nochmal einmal skippen. Ja, werde jetzt erstmal die Treasury ein bisschen fokussieren und dann die Akademie hochziehen und dann halt die Gemmine weiterbauen. So ungefähr in die Richtung wird es gehen. Aber Hall of Night 20 ist halt das Wichtigste. Und wenn das erledigt ist, dann werden die Ressourcen sowieso überhaupt annehmen. Also das wird dann
in ja, ein, zwei Monaten sein, dass dann die Ressourcen hier komplett voll sind, denke ich. Zumal wir ja auch im Legendary Dungeon, den ich ja schon erwähnt habe, auch erstmalig einen Ressourcen-Run machen werden. Also ich werde einen normalen Run bringen und ich werde auch einen Ressourcen-Run bringen zu EU5. Das habe ich nämlich noch nie beachtet. Ich habe immer gesagt, ach, ich will, Ressourcen sind mir nicht so wichtig beim Legendary Dungeon. Ich möchte einfach nur, wenn es geht, so wenig sterben wie möglich. Und jetzt wird es anders sein auf diesem Server. Erstmalig. Ja. Das wird spannend, um ehrlich zu sein. Ja. Und dazu brauchen wir natürlich auch viele Pilze. Und daher war dieses Uploading auf jeden Fall schon recht fresh. Ja, also einige haben ja schon Hall of Night 20. Ich bin jetzt eben hier bei 19. Manche sind zwar noch auf 15, aber die haben sicherlich schon Ressourcen angesammelt. Die werden dann im Binnen des Events bestenfalls, hatte ich früher auch vor, zu sagen, ich will von 15 auf 20 direkt upgraden. Aber ja, ich habe es jetzt doch anders gemacht. Und wenn am Ende des Events im besten Falle alle Rathaus Hall of Night 20 haben sollten, wäre das natürlich mega fresh. Aber ich glaube nicht, dass es alle können, denn manche haben, glaube ich, die Festung von 15 auf 20 nicht hochgeskippt und da weiß ich nicht. Manche haben vielleicht Festung 17, 16, 18, keine Ahnung. Also trotzdem werden sicherlich einige in der Hall of Night noch hochgehen. Und ja, bei mir würde ich mich auch freuen, wenn dann am Ende eben eine 20 steht. Aber im Vergleich zum letzten Mal, durch ein bisschen Steine, Attributierung und auch Skillen bin ich nochmal besser geworden. Und wir können auch was erreichen in den Dungeons. Ja, in den Licht-Dungeons geht noch ein bisschen was. Also den hier zum Beispiel, den können wir schlagen. Wenn wir etwas glücklich sind. Ja, nice. Ich habe gemerkt, 21% Lightning Damage statt eine Resistenz. Kann ich auch nach was anderem suchen. Einmal geblättert haben wir das Epic hier gefunden. Ich nehme es einfach mal mit, damit ich gleich mal sehe, wo die Reise hingehen kann. Natürlich nehmen wir die 5% Hitpoints mit. Und wir nehmen auch die Extraction alles mit. Aber hey, ist doch hübsch. Lass mal alles rebootieren. Läuft das Ganze. Brauchen wir natürlich nochmal eine andere Rune. Aber schon gern so 20% eigentlich, obwohl es eigentlich sinnlos ist. Cold Damage 16. Okay, die nächste nehme ich, die nicht Lightning ist. Ja, ist da also. Let's go, swap the rune einmal und dann. Ich habe keine Lust, jetzt hier ewig weiter zu klicken. Also wir hatten schon 40 Versuche, es war knapp. Jetzt sollte er ja eigentlich relativ schnell fallen. Oder? Komm schon. Da hat das funktioniert, den will ich mir mal wieder angucken, wie oft man da jetzt hier so ausweicht bei dem Kollegen. Da waren ein paar Crits dabei von der Sailor Moon, aber dann. Oh, netter Crit. Warst du nochmal getroffen? Okay, jetzt muss ich ja nur noch ausweichen. Ja, das waren also 10 Mal ungefähr. Ja, das ist schon. Das ist trotzdem krass, muss man sagen. Ja, trotz ganze Pay to Win und so ist es nicht von schlechten Eltern. Und Masters of Doppelgänger. Der passt jetzt nämlich auch noch rein ins Konzept. Und der ist auch gut gefallen, weil er eh Feuer hat. Ja, super. Das ging jetzt relativ straight. Okay, jetzt kommen Endgegner. Bei Endgegnern ist dann auch mal Schluss. Aber was auch geht, Wily Witch. Die hat keine Elementarfaden. Die hat eine Chance von fast 2%. Nice. Den gucken wir uns auch mal an, die Wily Witch. Der gegen Endgegner ist immer geil. Wie viel Damage machen wir? 4,8 Millionen. 1,938 Millionen, 10,563 Millionen, sehr geil. Fast mit 3 Crits schon gelegt.
Und 300 Millionen, ne? Fett. Und den nächsten kriegen wir auch noch down. Im First Try. Das sind ja fast nochmal, wenn man so will, 2 Level. Ja, leider geht der nächste jetzt nicht hier, wenn ich mal reingucke gerade wieder, in die Open Dungeons. Kommt jetzt nämlich wieder ein Endgegner, da ist dann auch Schluss. Ich glaube, ich hatte noch einen, der vielleicht geht. Ja. Oxy the Oruk. Den können wir uns noch raussuchen. Der gibt auch fast 200 Millionen noch dazu. Mit 200 Millionen on top. Und ein bisschen Twister. Twister. Geht das? Sehr geil. Schaut mal her. Holen wir uns noch die 344, Leute. Zack. Und Witches Event, Witches Dance, ne, hier into the courtroom. Macht also auch nochmal doppelt Spaß. Beim letzten Mal habe ich es erwähnt, dass wir auf das Event warten müssen und jetzt ist es halt auch schon da. Hatte ich nicht auf dem Schirm, so wie die Regentropfen, die fehlen, wenn's. Sonic ist ja okay. Ich arbeite daran, Rosa gerecht zu werden mit diesen Vergleichen. 11 Millionen sogar. Bad. Schön. Ja, machen wir noch hier 2. Und ich denke mal, da gehe ich mit 344 in den ersten Legi Run. Könnte ich mir vorstellen. Und ja, dann kann man sich noch mal ein bisschen equippen. Vielleicht auch die Begleiter, zumindest die Kundentunte, ein bisschen upgraden. Vielleicht von den Waffen her auch die Begleiter alle samt ändern. Ich denke mal, die Waffen sind das Wichtigste. Ein paar Steinchen abfarmen. Vielleicht legendäre Steine bekommen. Und dann wird vielleicht auch noch mal was gehen. Und dann ist es ja wahrscheinlich, ja, mal gucken, je nachdem, welches Level man erreicht, der letzte große Push in der Art vor einer möglichen Dungeon-Pause. Also keine Ahnung. Kann es nicht sagen. Ich meine, es sind jetzt die Leute hier teilweise auf dem Server schon ja, auch nochmal in der Gilde gucken, ne? 365. Also die sind ja jetzt schon in der Dungeon-Pause. Die ersten Spieler. Also das ist echt hart. Ja. Die Gilde allgemein, ne? Also ich bin 2 Level über dem Durchschnittslevel. Das ist echt krass. Krass stark. Und habe ich noch was vergessen? Ja, genau. Ich wollte noch das jetzt mit euch machen, Leute. Ersten Tag hier durchgehen. Roll the dice. Ja, einmal habe ich es getestet, lief schief. Deshalb jetzt wird's geil. Jetzt wird's geil werden. Wir gehen voll auf Steine oder Holz. Ja, Steine gespeichert, Holz bekommen. Sehr geil. Jetzt bitte Steine. Steine sind ein Ticken wichtiger als Holz. Wenn ich schon 2 Hölzer habe. Ah, verdammt. Okay. Da muss man die Kristalle mal mitnehmen. Genau, sowas will ich haben. Am besten bitte noch. Gib mir noch mehr. Gib mir noch mehr. Oh, Full House. Full House sollte eigentlich bedeuten, dass man auch 4, also ein mehr kriegt. Oder man kriegt auch noch 3 Epics. Das wäre geil. Das wünsche ich mir. Hm, hier ist nur Holz drin. Auch nicht so fett. Steine. Komm, nochmal Steine. Das ist jetzt noch nicht so die fetteste Ausbeute hier. Ein episches Item brauche ich nicht. Legendary Dungeon kommt, sonst würde ich es mitnehmen. Wieder Steine gesammelt und Holz bekommen. Was ist da los? Aber auch die Hölzer laufen nicht so stark. Boah. Boah. Naja, nicht so stark. Nicht so stark gewesen, wie erhofft. Trotzdem immerhin ein bisschen was da, ja. Aber es ist halt, ne, also Steine sind echt relevanter als Holz. Muss ich auf die nächsten Tage hoffen, aber wie gesagt, wir sammeln auch noch fleißig Alu ein und haben auch noch 2 Tage Glücksrad. Also ich bin da guter Dinge für Hollow Knight 20, ne. Und es kann ja nicht immer so schlecht laufen. Es muss ja auch mal gut laufen. Ne? So, wenn du einmal jetzt 5 Steine kriegst, ne? Oh, guck mal, was war? 3 Steine waren 2,4 Millionen. Mal 5 sind 10 Millionen. Mal 5 sind 50 Millionen. Hätte ich schon mehr als die Hälfte rein, die ich brauche. Man darf ja mal träumen. Also, ich wünsche euch ein schönes Event. Viel Spaß beim Legendary Dungeon. Und denkt an mich. Oder rein, macht der Tschüss und Servus.
Naja, Basti.